mal noch ein Rad mitbringen. Dann brauche ich denn für das nächste Rad? Was sind das eigentlich für Leute? Verkaufen cooles Zeugs. Na? Das ist das Große. Da, ab Level 30. Level 30. Ich meine, es geht relativ schnell mit den Leveln, ne? Ich habe hier eins in Sepamiro stehen und ich habe eins hier. Passt zwar nur einer rein. Aber... naja. Ich wollte jetzt den Aufzug hier irgendwie hochsetzen. Dass ich zumindest nach oben komme. Erstmal drin. Da könnte ich den hinsetzen. Da kann ich ihn hinsetzen, da komme ich. Hoffentlich nach oben. Raus aus der Rüstung, dann ist das Klettern einfacher. Und dann können wir zumindest mit dem Aufzug schon hoch und runter. Und dann, wir haben ja diese lustige Pickup-Mod. Können wir das ja dann nochmal von A nach B packen, so wie wir lustig sind. Wenn der Aufzug nicht kaputt ist, aber so einen Aufzug nochmal bauen, das ist ja... kein Ding. Ist ja keine große Sache. Da habe ich den Aufzug unten gelassen. Dammit. Ich habe den Aufzug unten gelassen. Mensch. Warst du tot? Nein, ich war nicht tot. Gerne eines noch rausbauen. So, das sollte klappen mit dem Aufzug. Muss ich nur holen. Er ist noch da unten. Ich gleich noch mal hochklettern. Na gut. Klettern wir noch mal hoch. Eieiei. Sollte auch ein bisschen mehr in Ausdauer investieren, ha? Huh? Also
Ich habe 4 Stehvermögen. Habe ich noch absolut gar nichts reingepackt. Anfang. Bisschen Ausdauer dazu. Dann geht das alles einfacher. Man kann länger zuhauen. Dann komme ich auch eher Wände hoch. So. Hier bis nach unten. Geht natürlich nicht bis nach unten. Warum sollte es auch bis nach unten gehen? Wäre ja zu einfach, wenn es bis nach unten ginge. Weil das Fundament da aufhört, ha? Weil das Fundament da aufhört, geht der nicht bis nach unten. Mach unten ein Fundament hin, okay. Ja, ich bin nicht so. Ich bin kein Fundamentebauprofi. Muss jetzt wieder da runter. So. Reicht das, wenn ich das so mache? Ist vollkommen nicht zentral, aber reicht es? Ja, ich würde jetzt von da oben runter bauen, aber so viele Fundamente habe ich nicht und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock. Nein, da solltest du nicht hin. Okay. Möchte doch nur einen Aufzug dahin bauen. Die Pirsch sagt auch noch nichts. Oh.
Was? Ach, ich hab V gedrückt. Erklärt einiges. Lass halt los. Jetzt nicht so kompliziert. Nope. Nope. Nope, nope, nope. Ja, da ist definitiv der Fels im Weg. Aha! Er wird nicht auf ewig da bleiben, ich will einfach nur mehr oder weniger gescheit da hoch und runter kommen. Um nicht ständig Rüstung aus, hochkraxeln und dann doch wieder runter, wenn man irgendwas unten vergessen hat. Aufzug zum Beispiel. So. Wunderbar. Können wir hier mit dem Aufzug fahren? Sieht nicht schön aus wie alles andere. Aber wir kommen nach oben und können das Fundament da oben setzen. So, was sagt die Perch? Ach, nichts. Nichts, sagt die Purge. Wunderbar. Hier muss ich zwangsläufig irgendwie hoch. Hervorragend, wie das da unten steht. So, ich hätte ja jetzt gerne die Perch. Bin jetzt seit einer Stunde 45 live. Und die war immer noch nicht da. Ich hatte noch keine Perch, die so lange auf sich hat warten lassen. Ja, Bommi, ich weiß, wenn du Percher wärst, du hättest auch keinen Bock, aber so langsam. So langsam verliere ich die Geduld, was die Perch angeht.
Was wir gleich machen, wir rennen nach Sepamiru in der Hoffnung, dass kein Sandsturm vorbeikommt. Und nehmen den zweiten Knüppel mit. Hey, der ist fertig. Nice. Hervorragend, der hat einen Bogen. Aber mehr brauche auch noch nicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr, hier Däumchen zu drehen. Das brauche ich, das brauche ich, das kann ich mir unterwegs holen. Ja. Astfasern. Leder. Äste, die habe ich hier drüben. Da. So. Hervorragend. Wir nehmen das hier mit. Kostet es ein zweites zu bauen? Kostet es mich ein zweites zu bauen? Setze ich mir ein zweites dahin? Wird das noch hier? Ah, das Holz dürfte knapp werden. Das Holz dürfte definitiv knapp werden. Also nehme ich mir das hier einfach mit. So, Punkt. Wir gehen nach Sepamiru. Meine Güte. Schnauze voll. Und diesmal gehen wir da lang. Diesmal gehen wir da lang. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ich bin, glaube ich, noch nie bewusst diesen Weg hier gelaufen. Hoffen, dass kein Sandsturm kommt. Die Bettrolle ist noch da. Die liegt noch bei Sepamiru. Das heißt, da können wir unseren Spawnpoint aktualisieren. Rolling Stones am Start. So, mal gucken, was mich hier jetzt wegsnacken möchte. Ist hier nicht irgendwo ein Löwenboss? Also irgendwo? Oder Tiger?
Ja, ein Löwe ist in der Nähe und Nashörner. Mitsamt Löwenjungen. Die könnte ich theoretisch klauen. Ist der denn? War, glaube ich, da auf dem Hügel irgendwo. Löwe, Tiger, Nashorn, Elefanten, was das Herz begehrt. Oh ja, da ist er. Wollen wir es riskieren? Nein, wir haben kein Fleisch. Das könnte man sich erknüppeln. Ich weiß nicht, was die für Fleisch mögen. Ob das egal ist oder ob die da Vorlieben haben. Beziehungsweise welche Vorlieben sie haben. Die haben definitiv Lieblingsfleisch. Aber der Löwe wird wehtun, das weiß ich. Der wird gut Aua machen. Auch mein Fleischermesser nicht dabei. Ach, herrje. Ha. Sandsturm. Ich weiß nicht, ob der mich hier trifft. Gut, dass wir nicht Richtung Sepermeru gegangen sind, sondern uns von den Löwen haben aufhalten lassen. Geh mal vorsichtshalber ein Stückchen weiter in den Norden, weil da zieht er dran vorbei. Und dann warten wir den einfach ab. Da hinten ist er. Da hinten sieht man ihn ziehen. Spooky. Spooky, spooky. Gut, aber der dürfte schon vorbei sein. So, okay. Die Frage, ist das ein Bus oder ein normaler Löwe? Und wie sehr tut er weh? Wahrscheinlich ist die Antwort ja. Das ist ein Bus. Oh. Auf meinem Level. Ja. Dann lassen wir die Löwenjungen Löwenjungen sein. Gehen nach Sepermeru. Die Purge des Dings ist fast voll und die war immer noch nicht da. Nach fast 2 Stunden war die immer noch nicht da. Und jetzt wird es dunkel. Da oben
ist ein weißer Tiger. Hahaha.